Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel vom 7. Spieltag. Die Rhein-Neckar-Löwen gegen Frisch auf Göppingen in der SAP-Arena in Mannheim. Insgesamt vor 7.037 Zuschauern. Halbzeitstand war 16:16. Der Endstand am Ende 35:26. Das erste Statement zum Spiel heute, zum Derby, bitte von Magnus Andersson. Ja, guten Tag. Glückwunsch Nico und Löwen zum ganz hoch und verdienten Sieg. Wir haben zwei verschiedene Mannschaften gesehen, zwei verschiedene Halbzeit auch. Erste Halbzeit hat vielleicht nicht Rhein-Neckar sein bester Handball gespielt, aber wie finde ich, haben eine okay Halbzeit gemacht, 16:16. Wir haben etwas Selbstvertrauen da in die Kabine gegangen und habe gedacht, dass das vielleicht etwas kommt von meiner Mannschaft. Wir waren zufrieden mit vielen Sachen, aber wir haben auch gesagt, dass wir kann etwas besser spielen. Und dann kommt wieder diese Probleme, die wir haben die ganze Saison gehabt, auch letzte Woche hochgeführt gegen Bergische. Und Löwen macht 5-0 nach, ja, ich denke, 3 Minuten. Und klar, dann kommt diese Unzufriedenheit und auch Unsicherheit in unserer Mannschaft. Und zweite Halbzeit war ganz schnell vorbei. Und wir sind unglaublich enttäuscht über unsere zweite Halbzeit und ich mit viel auf unsere erfahrenen Spieler. Wir haben nicht gut gespielt, zweite Halbzeit, unglaublich viele Fehler. Löwen hat uns die ganze Zeit bestraft mit unseren Fehlern oder technischen Fehlern, Fehlwurf. Wir haben probiert mit vielen verschiedenen Sachen, aber gar nichts hat funktioniert. So Glückwunsch, Löwen. Und für uns ist das jetzt richtig schwer und jetzt ist etwas rotes Licht in unserer Kabine und für uns ist das wichtig hier, dass wir etwas zusammenstehen und reden über ein paar Situationen. Klar, wir haben viele angeschlagene Spieler, viele Verletzte. Das finde ich auch nicht eine Entschuldigung. Das gibt viele andere Spieler, die haben Erfahrung genug und wir müssen viel, viel besser spielen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement vom Geschäftsführer von Frisch auf Göppingen, Gerd Hofele, bitte. Ja, Glückwunsch auch von meiner Seite an die Löwen. Ich denke, der Magnus hat es gerade schon gesagt, wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut dagegenhalten können und das Spiel war dann ziemlich ausgeglichen und wie so oft haben wir in dieser Saison eine ziemlich schwache Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ich denke, das ist auch der Konzentration geschuldet, weil die Kräfte müssten da noch vorhanden sein. Wir haben da ziemlich schnell 3 Tore gekriegt, denke ich, wo der Magnus eine Auszeit genommen hat und konnten dann diese Phase aber nicht stoppen. Und das war dann auch letztendlich spielentscheidend. Und über das ganze Spiel war der Sieg natürlich hochverdient. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von den Rhein-Neckar Löwen. Als erstes unser Coach Nikola Jakobsen, bitte. Ja, guten Nachmittag und danke für die Glückwünsche. Ja, die beiden haben ja viel Gutes gesagt. Ich war eigentlich nicht so unzufrieden in die Halbzeit. Ich fand eigentlich, dass wir viele Dinge gut gemacht. Wir haben 16 Tore. Wir waren zu offensiv in Abwehr. Pegeler stand so oft alleine gegen Fontaine, der uns das Leben schwer gemacht hat, hat viel Überzahl geschafft. Wir waren auf Halbposition zu offensiv, dass Späth und Baruth am Kreis in erster Halbzeit so viel Raum hatte. Da haben wir das geändert in zweiter Halbzeit, sind defensiver gegangen und hat gesagt, ja, jetzt müssen Göppingen dann sehen, ob die über unsere zwei große Leute in die Mitte schießen könnte. Und da haben wir einen richtig guten Torhüter gehabt, der mit der Abwehr sehr gut zusammengearbeitet hat. Und klar, wenn du dann mit einem 5- oder 6-0 Lauf die ersten 6-7 Minuten in zweiter Halbzeit, dann kommt dieses Selbstvertrauen auch rein. Das ist eigentlich das, was ich mir in die letzten 14 Tage beim Training jeden Tag eigentlich angeschaut hat, dass wir uns eigentlich da richtig gut gearbeitet haben. Die Jungs hat sehr hart gearbeitet und haben viele Dinge richtig gemacht. Wir haben das schwer gehabt, über 60 Minuten im Spiel zu setzen oder wie man übergeben. Ich weiß nicht, wie man das umzusetzen. Danke, Olli.
Und das haben wir heute getan. Wir haben unglaubliche erste und zweite Welle gehabt in beide Halbzeiten. Und das macht viele Dinge auch einfacher, weil dann musst du nicht jedes Mal 6-6 spielen. Und diese einfachen Tore hat uns heute, das war den Ausschlag, dass es dann auch den Sieg so hoch ausgefallen ist. Danke. Vielen Dank, Nico. Und als nächstes bitte unser sportlicher Leiter Oliver Hoggisch. Ja, ich glaube, wurde viel Gutes gesagt von Nikolai und von Magnus. Ich will noch ergänzen, dass wir, glaube ich, heute mit einer unfassbaren zweiten Welle gespielt haben. Also Nico hat die letzten Wochen viel zweite Welle trainiert und man heute gesehen, gerade Kim Ekdal, wenn er mit Speed kommt, ist, glaube ich, ganz schwer zu stoppen. Und die Dinge haben wir angesprochen. Sicherlich waren einige Spieler durch die englischen Wochen ein bisschen müde. Auch das haben wir angesprochen, dass wir mit einer ganz anderen Ausstrahlung hier an die Spiele gehen müssen. Anders auch den Zuschauern zeigen, dass wir auch Spaß haben am Handball spielen. Und ich glaube, da haben wir die Zuschauer heute mitgenommen, haben mit sehr viel Energie gespielt, haben es gut umgesetzt. Und wenn Palika dann so einen Tag hat, dann gewinnt man so ein Spiel auch in der Höhe. Und damit sind wir natürlich sehr zufrieden. Appelgren, Entschuldigung. Palika hat auch einen guten Tag gehabt. Ja. Dankeschön, Olli. Gibt es Fragen Ihrerseits? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nach drei schweren Auswärtsspielen sehen wir uns dann am 30. Oktober wieder und zwar hier zu Hause gegen Wetzlar. Dankeschön, unseren Gästen eine gute Heimreise und natürlich euch allen eine gute Woche. Danke, tschüss.